Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Faszination Astronomie Online. Heute mal mit einem aktuellen Thema, denn in 12 Tagen steht uns eine partielle Sonnenfinsternis bevor und das habe ich mal zum Anlass genommen, das Thema Sonnen- und Mondfinsternisse mal ein bisschen näher zu beleuchten. Also was steckt da eigentlich dahinter? Bis hin zu der Frage, ja, was erwartet uns denn da am Dienstag in nicht mehr ganz 2 Wochen? Also von daher, Thema Finsternisse, ganz allgemein, ne? Womit haben wir es eigentlich zu tun? Üblicherweise, kennen wir ja, sind irgendwie 3 Himmelskörper beteiligt. Die Sonne, der Mond und die Erde. All die 3 brauchen wir, sowohl für Sonnen- und Mondfinsternisse in all ihren verschiedenen Facetten. Was ist jetzt was? Wie müssen die angeordnet sein? Da mag sich so manch einer von euch noch erinnern, wie das in der Schule war. Eigentlich lässt sich das ganz, ganz leicht im Bild zusammenfassen. Hier in einem, ich sag mal schon fast berühmt-berüchtigten Tweet von Katie Mack, einer amerikanischen Astronomin, die halt mal gesagt hat, ja, wenn ich diese 3 Himmelskörper aufreihe nach der Richtung, zuerst der Mond, dann die Erde, dann die Sonne, dann haben wir es mit einer Mondfinsternis zu tun. Denn offensichtlich liegt die Erde auf einmal zwischen Sonne und Mond, sodass der Mond nicht mehr beleuchtet werden kann. Zweite Möglichkeit wäre zu sagen, ja, wir haben da die Erde und dann schiebt sich der Mond zwischen uns und die Sonne. Das wäre eine Sonnenfinsternis. Da werden wir gleich noch sehen, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie das dann aussehen kann. Bei der Mondfinsternis prinzipiell auch, aber ja, schauen wir mal. Die dritte Variante, sprich die Sonne schiebt sich zwischen Mond und Erde, die erleben wir hoffentlich nicht. Von daher, das wäre so das Thema, das ist rein theoretisch nicht so ganz möglich, es sei denn eine größere Katastrophe passiert und dann haben wir, glaube ich, ganz andere Sorgen. Ja, aber fangen wir doch ruhig mal tatsächlich mit der obersten Zeile an, also der Mondfinsternis. Also wir müssen irgendwie diese 3 Himmelskörper genau entlang einer Linie anordnen. Die müssen also wirklich exakt auf einer Linie liegen, damit eine Finsternis passiert. Denn eine Finsternis ist ja letztendlich nichts anderes, dass aus der Perspektive eines der jeweiligen Körper der andere irgendwie nicht mehr zu sehen ist, weil ein anderer ihn verdeckt oder aber halt eben, ja, dass man im Schatten eines dieser Körper verschwindet und dementsprechend nicht mehr sichtbar ist. Und in dem Falle bei der Mondfinsternis ist es also so, dass wir hier dann die Sonne brauchen, die ja Erde und Mond beides beleuchtet. Und üblicherweise ist es dann halt so, wenn wir hier mit unserer Sonne, die fleißig vor sich hin leuchtet, eben die Erde beleuchten, dann hat die hier eine beleuchtete Seite, eine unbeleuchtete Seite. Und ja, hinter dieser unbeleuchteten Seite erstreckt sich dann dieser Schattenkegel, der halt geworfen wird von unserer Erde ins Weltall hinaus. Und wenn der Mond es dann tatsächlich in diesen Schattenkegel hineinschafft, dann haben wir es mit einer Mondfinsternis zu tun. Die gibt es in verschiedenen Ausprägungen, das ist hier mal so ein bisschen eingezeichnet, je nachdem, wo genau es den Mond in diesem Schattenkegel hin verschlägt. Wenn der es wirklich komplett da rein schafft, dann haben wir eine totale Mondfinsternis. Dann ist der Mond ja in diesem Schattenkegel der Erde drin, wird nicht mehr von der Sonne beleuchtet. Und das ist dann das, was man ja gerne mal in letzter Zeit auch als Blutmond betitelt hat, was es damit auf sich hat. Und da schauen wir nachher auch noch mal ein bisschen kurz drauf. Wenn der Mond es nicht so ganz schafft, in diesen Schattenkegel reinzukommen oder halt zumindest es nicht ganz schafft, sondern nur zum Teil in diesen Schattenkegel reinschafft, dann haben wir es mit einer partiellen Mondfinsternis zu tun. Was auch sein kann, ist, der Mond schafft es nur so hier in diesen äußeren Bereich, in dem sozusagen ja der Halbschatten herrscht, wo also ein Teil des Sonnenlichtes zwar hier von der Erde geblockt wird, aber halt eben nicht alles. Aus der anderen Richtung hier vom anderen Ende jeweils der Sonne kommt dann in diesen grau schraffierten Bereichen hier jeweils Sonnenlicht an. Das heißt, da wird der Mond zwar dunkler, aber er ist nach wie vor problemlos zu sehen. Das nennt man dann halt eben auch eine Halbschattenfinsternis. Und tatsächlich ist es so, dass solche Halbschattenfinsternisse beim Mond eigentlich relativ unspektakulär sind. Denn das fällt uns als Laien
normalerweise überhaupt nicht auf. Also jemand, der während einer Halbschattenfinsternis, wo der Mond dem eigentlichen Kernschatten überhaupt nicht nahe kommt, da merkt man das eigentlich nicht. Das können unsere Augen nicht wirklich gut wahrnehmen. Wenn man das mit einem Messgerät aufnehmen würde oder einfach mal die dann halt eben auch mit einer Kamera fotografieren würde, dann würde man schon merken, aha, die Belichtungszeiten haben sich geändert, aber mit bloßem Auge fällt einem das kaum in den Sinn. Und von daher ist so die Halbschattenfinsternis etwas, was man üblicherweise außen vor lässt, wenn man Mondfinsternisse betrachtet, und spannend sind da tatsächlich eher nur totale und partielle Finsternisse. Aber wenn man sich diese Skizze hier jetzt mal anschaut, dann sollte dem einen oder anderen von euch auffallen, dass da irgendwie so ein kleiner Haken dabei ist. Weil diese Geometrie, so wie sie hier dargestellt ist, die sollten wir ja eigentlich in schöner Regelmäßigkeit haben, nicht wahr? Muss man ja einfach nur mal den Ablauf der Mondphasen betrachten. Wie kommen die nochmal zustande? Ich zeige dazu einmal ganz kurz halt einfach mal eine Darstellung, wo wir sozusagen auf diesen Bereich hier mit Erde und Mond mal so ein bisschen reinzoomen und uns mal anschauen, was damit passiert im Laufe eines Mondmonats. Und das sieht dann so aus, dass wir hier halt eben den Mond auf seiner Umlaufbahn haben. Und in diesem Bild ist die Sonne dann entsprechend hier ganz, ganz weit irgendwo in dieser Richtung, weit, 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 weit draußen. Die beleuchtet dann sowohl die Erde als auch den Mond, und das sei hier jetzt mal halt immer aus ein und derselben Richtung dargestellt. Dann fangen wir hier halt eben mal mit dem Neumond an. Neumond hieße halt eben, dass wenn jemand auf der Erde steht, also hier, in diesem Bereich hier, und in Richtung zum Mond guckt, dann sieht er den beleuchteten Teil des Mondes nicht, weil das genau die Mondrückseite ist, die zur Sonne gewandt ist, und dementsprechend ist die von der Erde aus nicht zu sehen. Zur Erde zugewandt ist nur die dunkle Seite, das ist also tatsächlich dann der Neumond. Der Verlauf der Mondphasen geht dann halt eben so weiter, dass der Mond sich da weiter bewegt und als nächstes dann halt hier eben eine Sichel auftaucht an dieser Stelle, wo dann halt eben der Teil des Mondes, der der Erde zugewandt ist, auf einmal dann halt eben auch zu einem Teil beleuchtet ist. Und dann haben wir also eine Mondsichel. Das geht weiter bis zum Halbmond. Hier also eine Hälfte der beleuchteten Seite des Mondes der Erde zugewandt, eine jeweils abgewandt. Und weiter dann hier halt eben bei Vollmond. Und das wäre dann ja genau die Situation, wie wir sie eben eingezeichnet hatten, nicht wahr? Also der Mond sozusagen hier in Schattendarstellung. Das hieße ja aber auch dann, dass wir eigentlich dieser einfachen Skizze nach bei jedem Vollmond eine Mondfinsternis sehen sollten. Das passiert aber offensichtlich nicht. Das hätten wir irgendwie gemerkt. Wenn jeden Vollmond, und das ist ja tatsächlich halt alle 29 Tage, wir eine Mondfinsternis sehen würden, dann wäre das überhaupt nichts Spektakuläres mehr und man müsste sich um den Blutmond gar keine Sorgen mehr machen, weil der halt so in allerschönster Regelmäßigkeit passieren würde. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Warum ist das so? Ja, wir müssen diese ganze Geschichte hier natürlich, dürfen wir nicht nur in zwei Dimensionen betrachten, sondern wir müssen hier jetzt auch nochmal die dritte Dimension mit dazu nehmen. Wir haben ja hier sozusagen von oben auf das System Erde-Mond geschaut, aber wenn wir die dritte Dimension mit dazu nehmen, dann kommt da halt eben noch mit dazu, dass die Beleuchtungsrichtung, also die Richtung, aus der das Sonnenlicht kommt, das wäre ja die Ebene der Erdbahn, also der Bahn der Erde um die Sonne. Aus genau der Richtung kommt das. Die Bahn des Mondes um die Erde ist dagegen ein klitzekleines bisschen geneigt, um 5 Grad. Das ist so ein winzig kleiner Winkel. Ich war mal mit dem Geodreieck abmessen, also es ist winzig klein. Aber das macht schon eine ganze Menge aus. Diese 5 Grad sorgen dafür, dass im Vergleich zu dieser grauen Erdbahnebene hier, der Mond mal oberhalb, wie hier, in diesem dunkelblauen Bereich, und mal unterhalb, so wie hier in diesem hellblauen Bereich, dann halt sich befindet. Und das wiederum heißt, wenn das hier oberhalb langläuft,
das, ja, dieser Schattenkegel zum Beispiel, der geht dann ja nach hier hinten raus. Das sehen wir nicht. Dann läuft der Mond da gar nicht durch diesen Schattenkegel durch. Genau das Gleiche, wenn der hier unten sich befindet, dann läuft er halt hier unten lang. Da unten ist auch noch mal kaum zu erkennen, im richtigen Größenmaßstab dargestellt, wie die Verhältnisse wirklich sind. Also wir haben hier die Erde und in der maßstabsgerechten Entfernung hier so einen klitzekleinen Mond, der es also in diesen ganz, ganz schmalen Schattenkegel reinschaffen muss. Ich zeige euch das auch noch mal am besten mithilfe einer interaktiven Darstellung, die wir am Haus der Astronomie hier haben. Die hat mein Kollege Thomas Müller entwickelt. Das ist also eine App. Den Link dazu, den baue ich nachher auch noch in die Videobeschreibung ein, dass ihr da direkt hingehen könnt. Da könnt ihr euch einfach tatsächlich mal anschauen, ja, wie sieht denn eigentlich die Umlaufbahn des Mondes aus, maßstabsgetreu oder halt eben auch anders dargestellt. Und wie sehe ich dann die jeweilige Blickrichtung hier? Und wenn ich da mal tatsächlich das auf jetzt oder fast jetzt stelle, dann ist der Mond hier so klein, dass ich den fast gar nicht erkennen kann. Der befindet sich im Moment hier so gerade an der Stelle. Und wenn ich da jetzt mal die Blickrichtung hier so anpasse, das ist diese ganz schwach dargestellte rote Linie, die hier auch noch mit im Bild ist, dann weist die da hinten auf so ein helles Sternchen. Das ist dann eben unsere Sonne. So, und jetzt lasse ich die Zeit mal vorlaufen, stelle halt mal nicht heute ein, dann sehen wir hier scheinbar sich die Sonne bewegen, weil ich den Blickwinkel auf die Erde festgerichtet habe. Und so ein kleines dunkles Pünktchen hier, das ist dann halt hier der Mond, der auf dieser grauen Kurve sitzt und der sich kaum erkennbar, wirklich ganz schwach nur zu sehen überhaupt hier in dieser Darstellung, da hier entlang dieser roten Linie bewegt. Und wenn ich da mal jetzt gucke, die ist dann hier also tatsächlich ziemlich genau auf dieser Bahnkurve und dementsprechend werden wir hier am 25. tatsächlich eben diese Finsternis haben, weil wir da einen Punkt erreicht haben, wo diese Bahn tatsächlich mal an der richtigen Stelle liegt. Wie sieht das aus? Eigentlich nicht viel anders, als dass halt der Mond sich an einem dieser beiden Schnittpunkte hier befinden muss oder zumindest in der Nähe. Also hier in diesem Bereich muss sich der Mond jeweils befinden. Das sind die sogenannten Mondknoten oder die Knoten der Mondumlaufbahn. Und wenn der Mond sich also gerade da befindet, wenn dann jeweils entlang dieser Verbindungslinie auch tatsächlich gerade die Sonne auftaucht, dann kommt es tatsächlich zu Finsternissen. Und nur dann. Immer wenn es ober- und unterhalb ist, dann halt eben nicht. Das gilt für die Sonnenfinsternisse natürlich ganz genauso. Also hier sieht die Geometrie dann so aus und hier gibt es mal zwei verschiedene Darstellungen, denn es gibt ganz grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Finsternissen, wobei das Prinzip eigentlich dasselbe ist. Wir haben also wieder mal hier ganz direkt von oben betrachtet halt die Anordnung dieser drei Körper, Sonne, Mond und Erde. Allerdings können wir den Mond unterschiedlich weit von der Erde entfernt haben. Mal ist er ein bisschen näher dran, mal ist er ein bisschen weiter weg. Und die Folge davon ist, dass in dem Falle hier jetzt der Schattenkegel des Mondes noch bis auf die Erdoberfläche fallen kann, wenn er ein bisschen näher dran ist an der Erde. Oder aber, wenn er ein bisschen weiter weg ist von der Erde, dann schließt sich dieser Schattenkegel hier und erreicht die Erdoberfläche nicht mehr. Was passiert dann, perspektivisch gesehen, für jemanden, der hier auf der Erdoberfläche steht, der von diesem kleinen Schattenkegel hier überstrichen wird? An genau diesem Punkt findet eine totale Sonnenfinsternis statt. Also wenn der Schattenkegel die Erde noch erreicht, haben wir es mit einer totalen Finsternis zu tun. Allerdings nur von genau dieser Stelle oder diesem Bereich auf der Erdoberfläche, wo dieser Schattenkegel auch auftrifft. Die anderen Bereiche, also da, wo hier halt eben nur dieser Halbschattenkegel ist, da haben wir dann tatsächlich nur eine partielle Sonnenfinsternis. Also da wird die Sonne nicht ganz abgedeckt. Hier, in dem Bereich, wo sich dieser Schattenkegel hier schon geschlossen hat,
perspektivisch gesehen ist der Mond weiter weg, also kleiner. Das heißt, er schafft es nicht mehr, die Sonne ganz abzudecken und übrig bleibt ein Ring. Und dementsprechend ist das, was zu sehen ist, eine ringförmige Sonnenfinsternis, bei der die Sonnenscheibe nicht mehr komplett abgedunkelt wird und halt also, ja, was übrig bleibt von der Sonne. Und ja, dementsprechend sieht diese Finsternis, also das Ergebnis, sieht dann vollkommen anders aus. Partielle Finsternisse gibt es hier bei dieser ringförmigen Variante ganz genauso. Also man kann sich immer hier irgendwo innerhalb und hier irgendwo außerhalb befinden, wo man auch dann nicht diesen Ring sieht. Prinzipiell ist eine ringförmige Sonnenfinsternis ja eigentlich auch eine partielle Sonnenfinsternis, wenn man das ganz streng sieht. Ja, wie kommt das zustande, dass wir den Mond also mal hier und mal da haben? Das liegt daran, dass die Umlaufbahn des Mondes keine Kreisbahn ist, sondern dass es eine Ellipsenbahn ist. Was ist eine Ellipse? Eine Ellipse ist etwas, das sich konstruieren lässt mit Hilfe zweier sogenannter Brennpunkte. Die sind hier in dieser Skizze hier und da eingezeichnet. Und es gilt, dass für diesen plattgedrückten Kreis in Anführungsstrichen, den ich hier zwischen diesen beiden, der sich hier zwischen im Inneren, wo diese beiden Brennpunkte im Inneren liegt, das gilt ja. Für jeden Punkt auf diesem Kreis ist die Entfernung zu diesem Punkt und zu diesem Punkt als Summe ist immer gleich. Also wenn ich da sozusagen hier einen Nagel reinhaue und eine Schnur dran anbinde und die Schnur hier bei dem zweiten Nagel festbinde, dann kann ich da mit so einem Stift langfahren. Deshalb nennt man das zum Beispiel auch die Gärtnerkonstruktion, weil man damit Beete anlegen kann, die genau so eine Form haben. Und hier auf der rechten Seite ist mal dargestellt, wie die Mondbahn als Ellipse aussieht. Das kann man jetzt auf den ersten Blick gar nicht unterscheiden von einem Kreis. Das ist also gar nicht so extrem viel auffällig, dass das eigentlich kein richtiger Kreis ist. Aber wenn man mal ganz genau hinschaut, dann gibt es hier diese zwei kleinen roten Pünktchen hier und da. Das sind also die maßstabsgetreu, die Brennpunkte der Ellipse der Mondbahn. Und das kleine blaue Kügelchen hier ist die Erde. Und wenn man mal ganz genau hinschaut, sieht man, dass diese Erde auch nicht ganz exakt im Mittelpunkt des roten Pünktchens liegt, aber halt der rote Punkt liegt noch innerhalb der Erde. Heißt also, in Wirklichkeit, so ganz nebenbei, auch die Erde bewegt sich da tatsächlich. Also Umlaufbahnen heißt eigentlich immer, man bewegt sich um den gemeinsamen Schwerpunkt. Und wenn Erde und Mond gleich schwer wären, dann würden die so eine Bewegung machen, wo man das ganz genau sehen könnte, weil dieser Punkt genau dazwischen liegt. Aber dadurch, dass der Mond viel, viel kleiner und viel, viel weniger Masse hat, haben wir den hier draußen und der macht diese gigantische Umlaufbahn, während das kleine blaue Kügelchen hier um diesen roten Punkt hier drumherum eiert. Nach genau diesem Prinzip zum Beispiel kann man ja auch versuchen, extrasolare Planeten um ihren Stern zu finden zum Beispiel. Also die Mondbahn ist eine Ellipse und das führt tatsächlich dazu, dass wenn ich mit dem Mond hier bin und mit der Erde da, dass der Abstand hier ein bisschen kleiner ist, als wie wenn ich mit der Erde hier bin und mit dem Mond da. Und dieser Unterschied reicht halt eben aus, um dafür zu sorgen, dass wir entweder eine solche ringförmige oder aber eine totale Finsternis haben. Also das ist schon sehr, sehr auffällig. Was auch auffällig ist, es ist eigentlich ein gigantischer kosmischer Zufall, dass wir überhaupt so etwas wie eine totale Sonnenfinsternis haben zurzeit. Das könnten ja eigentlich alles ringförmige Finsternisse sein. Man müsste dazu den Mond nur insgesamt ein Stückchen weiter wegrücken, sodass der gar nicht mehr nahe genug an die Erde kommt, um die Sonne komplett abzudecken. Das wird in ferner Zukunft auch tatsächlich der Fall sein, weil sich der Mond ganz, ganz langsam von der Erde entfernt. Das heißt also, es wird eine ferne Zukunft geben, in der es keine totalen Sonnenfinsternisse mehr geben wird. Das liegt vermutlich weit außerhalb dessen, was wir als Menschheit erleben werden. Wir werden es schon noch schaffen, die Erde vorher kaputt zu kriegen. Aber zurzeit ist es also tatsächlich so, der Mond entfernt sich immer weiter. Und das heißt umgekehrt natürlich auch, der war früher immer näher dran gewesen und hat deutlich mehr
als die Sonne abgedeckt zu dem Zeitpunkt. Und sowas wie ringförmige Sonnenfinsternisse gab es dann nicht. So, ja. Was sehen wir bei den Finsternissen? Das habe ich ja nun noch gar nicht gezeigt. Sowas habt ihr entweder schon mal selber gesehen oder halt aber auf Fotos. Das ist also das Bild einer totalen totalen Mondfinsternis, der klassische Blutmond, der hier halt also leuchtend rot, rötlich, orange am Himmel zu sehen ist. Die partiellen Phasen dazu, die sehen so aus. Auf der linken Seite halt mal so der zeitliche Beginn hier einer solchen Mondfinsternis, wo hier nur ein kleiner Teil des Mondes gerade so dabei ist, in den Kernschatten reinzurücken. Und hier ein bisschen länger belichtet, wohlgemerkt auch. Hier dieser Teil hier ist überbelichtet, das sieht man hier. Wo hier schon ein überwiegender Teil des Mondes in den Kernschatten der Erde reingerutscht ist. So, jetzt müsst ihr eigentlich sagen, hey, Moment, wie kann denn das sein? Wie kann das angehen, dass ich überhaupt so etwas wie diesen Blutmond sehe? Das sollte doch gar nicht sein. Wenn der komplett im Kernschatten der Erde ist und kein Sonnenlicht mehr abkriegt, dann sollten wir den doch gar nicht sehen, weil der Mond leuchtet ja nicht von alleine. Also da kann ja niemand einfach hingehen und die Lampe anschalten oder sowas. Der leuchtet nicht, der hat auch nicht irgendwelche anderen Lichtquellen, die ihn von innen heraus zum Leuchten bringen. Also woher kommt eigentlich diese rötliche Färbung? Und tatsächlich ist es so, man sieht eigentlich normalerweise zumindest so eine totale Mondfinsternis recht gut. Was auffällig ist, natürlich im Vergleich zum Vollmond, der kurz davor und danach ja dann wieder ist, beziehungsweise war, hat man viel, viel dunkleren Himmel, weil der Mond viel, viel dunkler geworden ist. Also es ist nicht einfach nur so, dass wir hier jetzt ein Farbglas davor gelegt haben und der Mond ist jetzt rot, sondern er ist auch viel, viel dunkler geworden. Dementsprechend, es werden viel, viel mehr Sterne sichtbar. Aber er wird ganz offensichtlich nicht komplett unsichtbar. Woran liegt jetzt das? Schuld ist unsere Erdatmosphäre. Wenn wir dann nochmal so ein bisschen zurückgehen, hier wieder auf unser ursprüngliches Bild hier mit der Entstehung der Mondfinsternis, dann könnt ihr euch hier Lichtstrahlen denken, die hier an der oberen und an der unteren Kante oder hier eigentlich an der ganzen Tag- und Nachtgrenze der Erde hier so lang schrammeln von der Sonne, die also gerade eben so hier die Erdatmosphäre streifen. Die laufen dann zum Teil auch durch die Erdatmosphäre durch und kommen dabei ja mehr oder weniger in Berührung halt eben mit Partikeln in der Luft. Das können Luftmoleküle sein, das können halt aber auch größere Teilchen sein, irgendwelche Staub und Dreck, was es da so gibt, kleine Eiskörnchen, alles, was wir da so haben. Und wenn das Licht hier halt eben genau das macht, also hier auf die Luft trifft, dann wird es gestreut, sagt man. Also das Licht wird dabei tatsächlich auch abgelenkt. Das geht dann nicht mehr einfach nur gerade hier so lang, sondern das kann seine Richtung ändern. Das heißt, es kann auch in diesen Schattenkegel rein. Das passiert nur mit ganz, ganz wenig Licht. Also von dem, was man, erstmal braucht man sowieso nur das, was überhaupt das hier gerade so an diese Grenze schafft und dann hier an der Atmosphäre kratzt. Und von dem muss dann halt auch noch das in die passende Richtung bei dieser Gelegenheit abgelenkt werden. Das ist also nur ein winzig kleiner Bruchteil, aber ein Bruchteil davon geht halt also in diesen Schattenkegel, sodass der nicht dunkel ist. Und das, was da in diesen Schattenkegel geht, das kann dann halt eben tatsächlich auch, wenn es in die richtige Richtung gibt, halt eben auch auf den Mond treffen und dann sehen wir den. Und es ist deshalb rot, weil dieses Streuen, also dieses Ablenken des Lichtes, umso stärker passiert, je kürzer die Wellenlänge des Lichtes ist, sagt man in der Physik. Also das heißt letztendlich, blaues Licht wird häufiger und stärker gestreut und das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das blaue Licht wirklich komplett weg ist und dass wir das gar nicht mehr sehen, die ist viel, viel größer. Rotes Licht bleibt übrig und dementsprechend, ist es nur das rote Licht, was dann halt auch tatsächlich beim Mond ankommt. Alles andere, das ist sozusagen halt in der Erdatmosphäre schon verschluckt von dem, was da so an der Erdatmosphäre kratzt. Das führt tatsächlich auch dazu, dass Mondfinsternisse ganz unterschiedlich aussehen können. Die können unterschiedlich hell bzw. unterschiedlich dunkel werden. Wir haben ja gesehen, also so eine Mondfinsternis heißt schon, der Mond wird deutlich dunkler. Aber wie viel dunkler? Das kann sich von Finsternis zu Finsternis ändern. Denn
Ja, es macht schon einen Unterschied, wie viel Staub und Dreck zum Beispiel in der Atmosphäre ist. Das heißt also, selbst wir Menschen beeinflussen das in gewisser Weise natürlich dann halt mit dem, was wir so alles in die Erdatmosphäre pumpen. Aber halt zum Beispiel auch ja, Naturereignisse wie Vulkanausbrüche, wo größere Aschemengen halt eben auch mal in höhere Schichten der Erdatmosphäre kommen, die beeinflussen gerade diesen Streuprozess sehr, sehr stark, sodass halt eben der Farbton, den der verfinsterte Mond hat, mal ein sehr, sehr tiefes Rot haben kann, den wir auch fast kaum noch erkennen können, oder halt aber sowas wie ein helles Orange. Ja, gehen wir weiter zu den Sonnenfinsternissen. Nicht wahr? Hier mal ein Bild der Sonnenfinsternis vom 21. August 2017, die in den USA zu sehen gewesen ist, das in etwa den Eindruck wiedergibt, wie man die Finsternis tatsächlich auch am Himmel gesehen hat. Sonnenfinsternisse sind verdammt schwierig zu fotografieren, oder zumindest so zu fotografieren, dass man den Anblick, den man mit dem bloßen Auge hat, einigermaßen wahrheitsgetreu wiedergegeben bekommt. Denn da ist ein gewaltiger Helligkeitsunterschied zwischen ja, den innersten Bereichen hier am Rand der Sonne, vor dem man ganz, ganz schwach hier die dunkle Scheibe des Neumondes erkennen kann. Und dann dünnt sich das hier immer weiter aus. Was wir sehen, ist die Sonnenkorona, dieser Strahlenkranz, der sich hier halt also bemerkbar macht und den, wenn wir ihn so sehen wollen, halt eben wir tatsächlich von der Erde aus nur bei einer Sonnenfinsternis hinbekommen. Man kann versuchen, das auch auf künstliche Art und Weise zu provozieren, aber das ist sehr, sehr schwer, halt eben für uns sichtbar zu machen. Also künstliche Sonnenfinsternisse machen geht nicht so wirklich gut und von daher sind Sonnenfinsternisse schon wirklich spektakuläre Ereignisse. Ein entscheidender Unterschied zwischen Sonnen- und Mondfinsternissen ist nämlich der, die Mondfinsternis sehe ich auf der gesamten Nachtseite der Erde. Also überall da, wo der Mond zu sehen ist, und da das der Vollmond ist, heißt das, den sehe ich immer da, wo Nacht ist, auf einer Hälfte der Erde. Die Sonnenfinsternis dagegen, die ist wirklich tatsächlich nur da an dieser kleinen Stelle, wo dieser kleine Schattenkegel über die Erdoberfläche läuft. Und das ist natürlich viel, viel weniger an Fläche der Erdoberfläche. Und mit Pech läuft das irgendwo über den Ozean, wo niemand wohnt. Und dann sieht man das gar nicht. Es sei denn, man fährt da ganz gezielt hin, um sich das dann anzuschauen. Und ja, in dem Sinne sind Sonnenfinsternisse etwas, was durchaus auch den Tourismus anregt, weil es einen ganzen Haufen Leute gibt, die sagen, hey, sowas will ich mal gesehen haben. Die sagen zum guten Teil auch, sowas will ich nicht nur einmal gesehen haben, sondern sowas will ich wieder gesehen haben. Nachdem man das erste Mal gesehen hat, ist man vermutlich mit Fug und Recht fasziniert und sagt, also das möchte ich nochmal machen. Und ja, ich sage es mal so, ich kann die Faszination absolut nachvollziehen. Ich habe versucht, meine erste totale Sonnenfinsternis am 11. August 1999 hier von Deutschland aus zu sehen und bin dabei gnadenlos gescheitert an einer Regenwolke, die sich wenige Minuten bevor halt eben ja, ein solches Bild hier zu sehen gewesen wäre, nämlich sprich der Mond ist komplett vor der Sonnenscheibe, ja, war dann halt eben auch die Wolke davor. Und das ist natürlich ein Problem, was wir hier auf der Erde auch häufiger haben. Es hat dann halt tatsächlich gedauert bis zu eben dieser Finsternis hier 2017, bis ich es wirklich in genau dieser Pracht halt auch mal gesehen habe. Alle anderen Finsternisse, die ich dazwischen gesehen habe, waren entweder nur partiell oder aber auch von Wolken beeinträchtigt. Ja, was gibt es noch so zu sehen, also außer halt eben diesem hellen Strahlenkranz der Korona? Wenn man ganz genau hinschaut und bei Fotos mal kürzer belichtet, sieht man nicht nur diese äußerste Atmosphärenschicht der Sonne, sondern man sieht auch die nächst weiter innen liegenden Bereiche. Das ist das, was hier so ja, als kleine pinke Flämmchen hier am Sonnenrand hochgeht. Das ist die Chromosphäre. Chromos ist griechisch Farbe und das trifft die Sache natürlich ziemlich gut. Was sehen wir da? Leuchtendes Wasserstoffgas. Das hat so einen typischen pinken Farbton, der sich aus genau den Farben zusammensetzt, in denen Wasserstoffgas halt eben leuchtet. Das ist ein sehr, sehr tiefer Rotton und dann noch mehrere Blau- und Violetttöne, die halt genau diesen Farbeindruck ergeben. Und dann sieht man halt eben tatsächlich ja, so eine Art ja, aufsteigende Wolken, wie kleine Eruptionen, die wie Flämmchen ja,
Flämmchen ist relativ, die sind größer als wie der Planet Erde, die man hier sieht im Bild, dann halt eben auch wahrnehmen kann während einer solchen totalen Sonnenfinsternis. Gerade im Teleskop sind die dann sehr, sehr schön zu sehen auch, wobei man natürlich bei Sonnenfinsternissen aufpassen muss. Da sage ich nachher auch nochmal was dazu, nicht wahr? Bei der Corona gilt übrigens, dass die von Finsternis zu Finsternis unterschiedlich aussehen kann. Also hier nochmal links eben das Bild, was wir eben schon mal hatten. Im Vergleich dazu eine Finsternis 2 Jahre später, die mein Kollege Markus Pössl in Chile beobachtet hat, wo die Corona eine ganz andere Form hat. Hier deutlich langgestreckter und dann einmal so quer durchs Bild laufend hier. Während das da auf dem anderen Bild irgendwie so, ja, so dreieckig auseinanderläuft. Also wie genau die Corona aussieht der Sonne, hängt so ein bisschen davon ab, wie viel auf der Sonne gerade los ist. Gibt es da besonders viele Flecken? Das hat nämlich auch einen Einfluss darauf, ja, wie diese äußeren Atmosphärenschichten der Sonne sich verhalten. Denn das Ganze ist so ein bisschen gekoppelt an das Magnetfeld der Sonne. Und das spielt bei den Sonnenflecken ja auch mit. Und dementsprechend variiert das, was wir bei einer totalen Sonnenfinsternis sehen, mit dem Sonnenfleckenzyklus über 11 Jahre hinweg. Spannend ist auf jeden Fall, wenn man sich das mal vergegenwärtigt hier, die Corona wird da mit bloßem Auge problemlos über 3, 4 ganze Sonnendurchmesser sichtbar. Das sind also gigantische Ausdehnungen eigentlich, die diese äußeren Atmosphärenschichten haben. Von daher, das ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Es ist aber tatsächlich nicht nur die Sonnenfinsternis selber, die bei einer Sonnenfinsternis dass das Naturschauspiel schlechthin ist. Es ist auch noch das Ganze drumherum. Hier gibt es mal ein anderes Bild von dieser Sonnenfinsternis in Chile vor 3 Jahren, wo man hier halt also die verfinsterte Sonne über dem La Silla-Observatorium der Europäischen Südsternwarte sieht. Und man bekommt so richtig den Eindruck davon, dass es wirklich auch dunkel wird. Also Sonnenfinsternis heißt tatsächlich, es kommt kein direktes Sonnenlicht mehr an genau dieser Stelle, wo halt eben da der Kernschatten auf die Erde trifft. Und das ist wie eine kurzfristige Nacht. Es ist ja so, eine Sonnenfinsternis dauert üblicherweise nur bis zu wenige Minuten. Also das Maximum, was da möglich ist, sind 8 Minuten. Die meisten sind viel, viel kürzer. Also vielleicht so 2, 3, manchmal 4, 5 Minuten. Manchmal halt aber eben auch nur wenige Sekunden. Das kommt immer so ein bisschen darauf an. Also auf jeden Fall ein kurzes Schauspiel, auf das die Umwelt aber reagiert. Der Himmel wird so dunkel, dass wir tatsächlich Planeten und helle Sterne sehen können, bei Tag. Die Tiere reagieren darauf. Die denken, huch, was ist denn hier passiert? Ist die Sonne untergegangen? Machen entsprechende Geräusche, ziehen sich zurück und dergleichen. Also das ist alles sehr, sehr auffällig. Da gibt es auch noch jede Menge andere Phänomene. Zum Beispiel kann man hier auf dem Bild regelrecht den Schatten auf der einen Seite des Bildes sehen und auf der anderen Seite schon wieder sehen, wie da die Finsternisdämmerung heranrauscht. Aus dem Weltall sieht das übrigens so aus. Das ist jetzt hier mal die Finsternis von 1999 aus dem Weltall aus aufgenommen, in dem Falle von der Raumstation Mir noch. Und da kann man sich so richtig gut vorstellen, also wie ist denn das, wenn ich mich jetzt hier halt eben an genau dieser Stelle auf der Erdoberfläche befinde? Da bin ich also wirklich im Dunkeln, es kommt kein Licht mehr bei mir an. Spannend bei einer solchen totalen Sonnenfinsternis sind übrigens auch gerade die Zeitpunkte, wo es so richtig losgeht, also der Beginn der wenigen Minuten und das Ende der wenigen Minuten. Da sieht man dann halt eben genau den Effekt, der passiert, wenn sozusagen die letzten direkten Sonnenstrahlen noch gerade eben so zu sehen sind oder eben auch nicht. Und je nachdem, wie da so die Mondlandschaft am Rande des Mondes aussieht, auf dem Mond gibt es ja Krater und Gebirge, sodass diese letzten Sonnenstrahlen halt relativ gleichmäßig verteilt sind oder halt auch an mehreren Stellen noch auftauchen, beobachtet man das sogenannte Diamantring oder auch Perlschnurphänomen. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Der Diamantring ist das hier auf der rechten Seite, wenn wir also ein großes Aufleuchten wirklich wie einen ordentlichen Klunker hier an einem Ring halt haben. Oder halt aber wie hier so als Zeitserie mal fotografiert, wie ein solches letztes Aufleuchten hier dann halt in mehrere kleine Perlen wie auf einer Schnur aufgereiht dann hier auflöst, die dann nacheinander verschwinden.
Das bringt mich auch schon zu dem wichtigen Punkt, dass eine totale Sonnenfinsternis tatsächlich etwas ist, was ich problemlos direkt mit bloßem Auge beobachten kann. Diese Zeitpunkte hier, wo das Perlschnurphänomen auftaucht und das Diamantphänomen, sind aber genau die, wo ich gerade nach dem Ende der totalen Phase einer solchen Sonnenfinsternis halt eben zusehen muss, dass ich meine Augen wieder schütze. Es ist ja so, dass die Sonne sehr, sehr hell ist, viel zu hell, um sie direkt mit dem bloßen Auge zu beobachten und insbesondere halt eben, wenn ich noch so Hilfsmittel wie Teleskop oder Ferngläser habe. Da brauche ich also eine Schutzfolie oder halt eben wirklich spezielles Material, spezielle Ausrüstung, die dafür sorgt, dass das Sonnenlicht abgedunkelt wird. Das kennt ihr im Zweifelsfalle alle. Es gibt diese Pappbrillen gerade eben auch partielle Sonnenfinsternisse, um diese sicher beobachten zu können. Wann immer eine Sonnenfinsternis partiell ist, das heißt, das gilt auch für so etwas wie eine ringförmige Sonnenfinsternis, brauche ich also geeignete Schutzmaßnahmen, um die Sonne sicher beobachten zu können, weil mir sonst eben man sagt gerne, das macht man genau zweimal, einmal mit dem linken, einmal mit dem rechten Auge. Denn die Schäden, die man dabei kriegen kann, die können permanent werden, also dass man da wirklich dauerhaft über bis an sein Lebensende dunkle Flecken im Sichtfeld haben will. Das will man ja nicht. Und dementsprechend so eine Sonnenfinsternisbrille, die bekommt ihr für 2-3 Euro. Also deckt euch da ein, wenn ihr noch keine habt. Da sind noch Zeit, die sich in den nächsten paar Tagen liefern zu lassen. Dieses Bild hier, das deutet eigentlich auch schon ganz gut an, was uns da in 12 Tagen erwartet. Das ist ein Foto von der letzten partiellen Sonnenfinsternis vom letzten Jahr, vom 10. Juni. Und so ähnlich wird das Ganze auch wieder aussehen. Zumindest hier aus dem deutschen Sprachraum heraus haben wir also so eine Art angeknabberte Sonne. Das heißt also, auch gerade damit wir das so sehen können, brauchen wir halt eben diese Schutzausrüstung, die wohlgemerkt wirklich nur ein 100.000stel des Sonnenlichtes durchlässt. Das ist genau richtig, um die Sonne dann bequem sehen zu können. Und was sehen wir denn jetzt eigentlich? Und wo sieht das wie aus? Hier mal so als Darstellung, wie diese Finsternis an verschiedenen Orten in Europa Teilen Asiens halt eben aussieht. Es ist eine rein partielle Sonnenfinsternis. Das bedeutet, es gibt keinen Ort auf der Erde, wo diese Finsternis total ist. Wie groß das Maß der Abdeckung ist, ist unterschiedlich, je nachdem, wo auf der Erde man sich befindet. Das hängt halt auch damit zusammen, dass zum Beispiel jemand, der auf der Nachtseite der Erde sich befindet, das natürlich überhaupt nicht sehen kann. Und je nachdem, wie halt also gerade die Lage ist an verschiedenen Orten, sehe ich mal mehr, mal weniger, weil ich mich näher oder weiter weg halt eben von dem eigentlichen Kernschattenkegel da befinde. Wenn man sich das hier mal anschaut, sieht man schon, hier ist Deutschland, Schweiz, Österreich, dann sieht man schon, also das wird auch wieder so ähnlich angeknabbert werden, wie das, was wir da eben im Bild haben. Zoomen wir da ruhig noch mal so ein bisschen näher rein, also hier mal so als Darstellung, wie das Maximum der Bedeckung aussehen wird. Also wie viel wird die Sonne maximal abgedeckt? Und da sieht man, das ist also immer hier so ein bisschen, ähnlich wie dem Apple-Logo, dass das hier so ein bisschen angeknabbert ist. Da steckt auch so ein bisschen System dahinter. Wenn man hier mal guckt, je weiter im Südwesten man ist, desto weniger ist das. Und je weiter man im Nordosten ist, desto mehr. Also am schlimmsten haben es die Leute in der Westschweiz, da wären es gerade mal so 15%, die von der Sonne fehlen. Während man hier so oben, Stralsund, Rügen, da sind das schon fast 35% der Sonne, die fehlen. Also von daher, wenn man sich das tatsächlich auch noch aussuchen kann, wo man da sein möchte und da so ein bisschen mobil ist, kann man hier sich ja tatsächlich auch noch passend wohin bewegen. Vermutlich wird das allerdings eher eine Frage des guten Wetters sein, nicht wahr? Weil wir reden ja über Ende Oktober und da ist das eigentlich das Hauptproblem. Also von daher, ihr seht ja auf jeden Fall mal so ein bisschen dargestellt halt eben, was wann wie zu erwarten ist. Es steht auch noch dran, jeweils die Uhrzeit, wann dieses Maximum der Finsternis auftritt. Auch da gilt so ein bisschen halt das System, je weiter
man sich im Osten befindet, desto später ist das. Aber im Großen und Ganzen ist das Maximum der Finsternis so kurz nach 12 bis, bis Viertel nach 12, so um den Dreh. Hier nochmal so als kleine Übersicht halt auch dargestellt, was so die interessanten Uhrzeiten sind. Es geht immer kurz nach 11 los. So ungefähr eine Stunde später ist dann das Maximum der Bedeckung und nochmal eine Stunde später ist das Ganze dann halt auch wieder vorbei. Also es dauert insgesamt 2 Stunden, bis ja der Mond sich da so einmal quer über die Sonne schiebt, halt eben da so oben lang, sodass nicht alles verdeckt wird. Und in dem Sinne, ja, wünsche ich euch viel Erfolg bei der Beobachtung, Clear Skies und viel Spaß bei der Finsternis. Und trotzdem natürlich nicht vergessen, nächste Woche geht es bei Faszi Astro Online natürlich auch wieder weiter. Wir schauen am Dienstag mit Matthias Steinmetz vom AIP mal so ein bisschen, was man alles mit Hilfe des Gaia-Satelliten mittlerweile über unsere Heimatgalaxie, die Milchstraße, gelernt hat. Und ja, dann wäre ich jetzt zu haben für eure Fragen rund um das Thema Finsternisse. Also, erste Frage. Was haben wir denn hier? Stimmt es, dass wir bald keine vollständige Sonnenfinsternis mehr erleben können, wegen der Flucht des Mondes? Ja, das ist halt so. Allerdings ist die Frage, wie definieren wir bald? Also, das ist jetzt schon noch ein Weilchen hin. Die genaue Zeit müsste ich tatsächlich nachschlagen, aber wir reden da über sowas wie Millionen Jahre oder sowas, bis es tatsächlich komplett aufhört. Es ist tatsächlich so, dass dann sich da eine Phase erstrecken wird, wo ringförmige Sonnenfinsternisse immer häufiger und immer häufiger werden, während der Anteil der totalen Sonnenfinsternisse langsam abnimmt und irgendwann sind es dann nur noch ringförmige Sonnenfinsternisse. Aber wie gesagt, definitiv nicht mehr während unserer Lebensdauer, sondern ja, das müssen wir irgendwann deutlich weit in der Zukunft liegenden Generationen überlassen. Und naja, die haben es dann vielleicht tatsächlich auch geschafft, sich auf irgendeinen ganz anderen Planeten in unser Sonnensystem zu begeben, wo das mit den Finsternissen ja dann nochmal ganz, ganz anders ausschaut. Es gibt ja zum Beispiel auch ganz, ganz spannende Bilder, die man manchmal sehen kann von den Robotersonden zum Beispiel auf dem Mars, wo es ja halt auch sowas wie eine Sonnenfinsternis geben kann, nicht wahr, wenn einer der Marsmonde sich vor die Sonne schiebt. So, wie kommt man denn auf das Szenario, der Mond könnte sich auf jene Art und Weise von der Erde trennen, dass sich die Sonne zwischen Mond und Erde befindet? Ja, tatsächlich würde man eigentlich sagen, das geht nicht. Also dementsprechend, das ist aus diesem Smiley oder besser gesagt ja so Icon-Bild da auf Twitter natürlich halt auch so ein kleines Augenzwinkern. Also es gibt de facto keine Möglichkeit, das so zu machen, aber es gibt durchaus Leute, die das vielleicht mal so ein bisschen durcheinander würfeln, wie ich die Himmelskörper anordnen muss. Also von daher, macht euch da keine Sorgen, denn wenn wir tatsächlich diese Situation hätten, dass wir es irgendwie schaffen würden, die Sonne zwischen uns und den Mond zu bringen, dann glaube ich, sind wir gar nicht mehr da, um uns Sorgen machen zu können, weil da ist dann irgendwie was ganz anderes, Katastrophales passiert, das uns den Mond geklaut hat. So, dann haben wir als nächstes, wie viel Licht von der Sonne erreicht den dunkelsten Teil des Erdkernschattens? Durch Reflexion, Streuung von der Atmosphäre kann man das messen im Vergleich zu einem Referenzsternlicht. Ja, man kann das messen, aber wie gesagt, es ist unterschiedlich von Finsternis zu Finsternis. Und versucht da aber ruhig mal drauf zu achten. Ihr merkt es alleine schon bei Mondfinsternissen daran, dass der Himmel an sich hell ist. Es nicht mehr so hell ist wie bei einem normalen Vollmond. Es ist ja schon so, dass eine Vollmondnacht per se so ist, dass man sich da problemlos auch zum Beispiel ohne Straßenlaternen durch die Straßen begeben könnte. Also das menschliche Auge kann sich problemlos einfach nur mit dem Licht des Vollmondes anpassen, sodass wir da dann gar keine weiteren Lichtquellen bräuchten, ohne gegen die nächste Hauswand zu laufen. Das wäre während einer totalen Mondfinsternis tatsächlich nicht mehr so.
Ich weiß auch hier jetzt den genauen Zahlenbereich nicht mehr, aber wir reden hier halt wirklich über riesengroße Größenordnungen, die das an Helligkeitsunterschied macht. Das menschliche Auge ist ja ein ziemliches Wunderwerk, was so unterschiedliche Helligkeiten angeht, die das aushält und noch was wahrnehmen kann und auch wirklich Helligkeitsunterschiede wahrnehmen kann. Also es ist schon ein gewaltiger Unterschied halt eben auch an Helligkeit. Und dementsprechend werden am deutlich dunkleren Himmel dann halt eben auch wieder viel, viel mehr Sterne sichtbar, ähnlich wie beim Neumond. Gibt es eine Distanz, bei welcher der Mond sich aufhört, von der Erde zu entfernen, oder verlieren wir den Mond irgendwann? Das ist ein guter Punkt. Das hängt damit zusammen, sich mal genau anzuschauen, wie kommt das eigentlich zustande, dass sich der Mond von der Erde entfernt. Die Ursache hierbei sind tatsächlich die Gezeitenkräfte, die ja all das so ein bisschen halt eben auch als Wechselspiel haben. Denn was passiert hier eigentlich? Was ihr alle kennt, ist, dass das Antlitz des Mondes immer gleich ist. Dass wir also immer die gleichen Mondmeere, die gleichen Mondkrater sehen, nur unterschiedlich beleuchtet während der unterschiedlichen Mondphasen. Das ist die sogenannte gebundene Rotation. Das heißt, beim Mond ist es so, dass immer dieselbe Seite des Mondes, zumindest grob, also das Weitere, das lassen wir jetzt mal im Detail weg, aber im Großen und Ganzen können wir sagen, der Mond richtet immer dieselbe Seite zur Erde hin. Und diese sogenannte gebundene Rotation ist zustande gekommen durch Gezeitenreibung. Ursprünglich mal hat sich der Mond schneller gedreht, sodass wir halt eben auch von der Erde aus mal andere Bereiche der Mondoberfläche gesehen haben oder gesehen hätten. Das Problem ist, uns gab es damals noch nicht. Das ist also irgendwas für die graue Vorzeit. Und ja, noch nicht mal so richtig Hominiden gab es zu diesem Zeitpunkt. Und was ist also passiert? Wir müssen uns zurückdenken, eigentlich mehr oder weniger zu dem Zeitpunkt, als das Erde-Mond-System überhaupt entstanden ist. Und man geht ja heutzutage eigentlich mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass das Ganze das Resultat einer großen Kollision gewesen ist, bei der also ein vermutlich maßgroßer Körper mit der Urerde kollidiert ist. Und das, was da dann sozusagen als Kollisionstrümmer hochgewirbelt wurde, ist zum Teil auf die Erde zurück runtergeregnet und zum Teil hat sich daraus dann halt aber eben auch der Mond gebildet. Das heißt, dieser Urmond, der befand sich ursprünglich sehr, sehr nah an der Erde, mehr oder weniger fast direkt über uns. Und hat sich dann halt aber tatsächlich auch relativ schnell gedreht. Und was dann passiert ist, ist, dass die Gezeiten angefangen haben zu greifen auf einen solchen Körper, der gerade zu dieser Anfangszeit auch noch nicht mal ein fester, ausgekühlter Steinklotz gewesen ist, so wie der Mond das heute ist, sondern der auch noch so ein kleines bisschen im Inneren gerade auch flüssig gewesen ist. Und Gezeiten heißt ja immer, es wirken unterschiedlich starke Kräfte auf die Seite eines Himmelskörpers, die dem, der den anzieht, zugewandt ist, als wie auf die Rückseite, weil die ja weiter weg ist und dementsprechend weniger Schwerkraft erfährt. Und diese Kraftunterschiede, die sorgen dann halt wiederum für eine resultierende Kraft, die dann halt eben auch in die andere Richtung wirkt und den dann halt auch so ein bisschen auseinanderzerrt. Dadurch, dass man das Ganze dann halt aber mit einer Eigendrehung auch noch kombiniert, heißt das, dass man so den Mond und sein Inneres die ganze Zeit durchknetet. Und letztendlich resultieren diese Gezeitenkräfte dann darin, dass diese Drehung langsam aber sicher abgebremst wird, bis zu genau diesem Punkt, dass halt eben die Rotation nicht stoppt, aber so ist, dass sie halt sich mit der Erde und der entsprechenden Drehung des Mondes auf seiner Umlaufbahn dann halt eben mitdreht. Und das wiederum geht allerdings nur vom Impuls- und Energiegehalt mäßig, nicht wahr? Also die klassischen grundlegenden Prinzipien der Physik sind immer Erhaltungssätze. Und in dem Falle sagt das funktioniert nur, wenn ich dabei gleichzeitig den Mond weiter entferne von mir. Und ein weiterer Effekt ist, dass dabei tatsächlich auch die Rotation der Erde langsam aber sicher abgebremst wird. Auch da kann man dann wiederum zurückrechnen. Ja, was heißt denn das für die Rotation der Erde? Ja, dass der Tag irgendwann mal deutlich kürzer gewesen ist. Also, dass wir da über deutlich kürzere Tage reden. Das gibt es ja bei den anderen Planeten auch. Also schauen wir uns mal den Jupiter an zum Beispiel, der halt nur
weniger als 10 Stunden Rotationsdauer hat. Und sowas in der Art müssen wir uns für die Urerde halt auch denken. Also sie ist auch langsam, aber sicher langsamer geworden in ihrer eigenen Rotation und dementsprechend ist der Tag länger geworden und der Tag wird auch immer länger werden. Das Endresultat dieser ganzen Chose ist dann tatsächlich, der Mond geht so lange immer weiter weg, als wir auch bei der Erde der Punkt angelangt ist, dass sich die Erde nicht mehr unter dem Mond wegdreht. Das heißt also wirklich stoppen wird das tatsächlich und es stoppt an dem Punkt, wo auch ja, die Erde dem Mond immer dieselbe Seite zuwendet. Das wird noch sehr, 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 sehr weit in der Zukunft liegen. Und dann hätten wir halt so eine Situation, dass es eine Hälfte der Erdkugel halt gibt, von der aus man den Mond sehen kann. Und es gibt eine andere Hälfte der Erde dann, von der aus man den Mond nie sehen kann. Und der Mond steht dann halt auch tatsächlich immer an der gleichen Stelle. Aber wie gesagt, das ist noch weit, weit entfernt in der Zukunft. So. Wie viel mal größer als der Mond ist der Erdkernschatten auf der durchschnittlichen Mondbahn? Oder habe ich jetzt leider tatsächlich gar kein Bild zur Hand, aber man kann das manchmal so schön sehen, wenn man so Zeitserienfotos von der Mondfinsternis sieht, dann sieht man so richtig diesen Schatten halt eben auch nachgezeichnet. Im Prinzip kann man das so grob tatsächlich auch schon abschätzen, wenn man mal sich dieses Bild hier von der partiellen Phase einer Mondfinsternis anschaut. Man sieht hier so richtig, dieser Schattenbereich, der ist hier gekrümmt. Und diese Krümmung, die gibt dann letztendlich wieder, wie groß würde sich dieser Kernschatten hier in dem Falle jetzt deutlich über die Größe der Folie hinaus halt eben erstrecken. Aber da kann man das also so richtig schön wahrnehmen, halt eben auch, wie groß ist denn eigentlich dieser Kernschattenbereich. Und so kleiner Side-Effekt an der Stelle, nicht wahr? Also so Bilder von der partiellen Mondfinsternis hier oder halt eben auch von der Totalität, die beweisen eigentlich ganz wunderbar, insbesondere wenn so etwas in der Nähe von Mondauf- oder Monduntergang passiert, dass das mit der flachen Erde nicht sein kann, weil so eine flache Erde, die müsste dann ja halt auch bei Mondauf- und Untergang gerade halt eben von der Seite beschienen werden. Das heißt also, der Schatten wäre halt nur so ein Streifen. Sieht man nicht. Ne? Also die Erde ist tatsächlich eine Kugel. Das können wir mit einer Mondfinsternis ganz wunderbar einfach direkt beweisen. Komme, was da wolle. So, wie lange kann eine totale Mondfinsternis maximal dauern? Genaue Zahl müsste ich auch hier jetzt mal nachschlagen. Wir reden üblicherweise über sowas wie 2 Stunden roundabout. Ne? Das hängt ja so ein bisschen davon ab, kratze ich da jetzt oben einfach nur am Schattenkegel lang und dann gibt es dann vielleicht nur einen kurzen Moment, wo ich den ganzen Mond dann halt bei einer totalen Mondfinsternis bedeckt habe oder laufe ich tatsächlich auch durch den Mittelpunkt dieses Kernschattens hindurch. Genaue Zahl weiß ich tatsächlich jetzt nicht aus dem Kopf, wie viel das ist, aber von so einer Mondfinsternis hat man auf jeden Fall deutlich länger was, als wie von halt eben einer totalen Sonnenfinsternis. So, stimmt es, dass die Erde einen zweiten Mond hat? Ich habe gelesen, dass die Erde einen Asteroiden mitzieht. Es gibt tatsächlich sogar 2 von der Sorte. Das ist allerdings so ein bisschen diffizil, denn das sind Monde, die bewegen sich um die sogenannten Lagrange-Punkte der Erde. Und im Prinzip kann man sagen, die sind sowas wie kurzzeitig eingefangen und gehen dann auch irgendwann wieder weg. Und also so richtig als eingefangen zählt das nicht, sondern das ist nichts, was stabil ist. Also die bleiben nicht auf ewig da. Auf jeden Fall ist das eine spannende Sache, halt eben zu sehen, wie kann denn zum Beispiel ein Planet überhaupt zu einem kleineren Mond kommen? Bei einem größeren ist das ein bisschen schwierig. Den kann ich nicht mal so eben per Schwerkraft einsammeln. Aber im Prinzip funktioniert das mit sowas wie einem kleinen Asteroiden tatsächlich, dass ich den mir als Mond einfangen kann. Aber wie gesagt, selbst da schafft es die Erde nicht, die für dauerhaft zu behalten, sondern irgendwann hauen die dann doch wieder ab, weil die Schwerkräfte in den Lagrange-Punkten, da muss ich dann halt den wirklich schon genau an der richtigen Stelle haben und wenn er dann doch mal so ein bisschen weiter abgeht, dann ist er dann doch auch irgendwann wieder weg, weil er es dann doch schafft, daraus zu entkommen.
So, dann haben wir hier, ich könnte doch eine schwarze Scheibe vor die Sonne halten und die dadurch verdunkeln. Wieso ist der Anblick nicht der gleiche wie beim Mond? Das geht so ein bisschen in die Richtung, nicht wahr? Kann ich eine künstliche Sonnenfinsternis produzieren? Prinzipiell geht das. Ich brauche allerdings sowas wie eine Optik dafür. Es gibt zum Beispiel sogenannte Protuberanzenansätze, die man benutzt, um hier dieses Bild von der Chromosphäre, was ich gezeigt hatte, hier, dieses hier, um sowas in der Art auch künstlich im Teleskop zu generieren. Die sind heutzutage so ein bisschen aus der Mode gekommen, weil die auch nicht so ganz ungefährlich sind, damit zu arbeiten. Der Punkt dabei ist, ich brauche dafür eine Teleskopoptik. Ohne die geht das nicht. Ansonsten ist es halt so, dass das Licht, was mir direkt ins Auge fällt, aus allen Richtungen kommt. Und insbesondere heißt das tagsüber, wenn wir die Sonne sehen, dass da halt eben auch jede Menge Licht halt eben einfach von der Seite vom blauen Himmel kommt. Und das ist so hell, dass es die Korona der Sonne komplett überstrahlt. Also der blaue Himmel ist deutlich, deutlich, deutlich heller bei Tage halt eben als wie die Sonnenkorona. Und selbst wenn ich da also eine Scheibe auch in größerer Entfernung passgenau platziere, dass mir die Sonne scheinbar abgedeckt ist, schaffe ich das nicht, an diesem blauen Taghimmel vorbeizuschauen. Mit dem Teleskop geht das, weil ich da dann sozusagen so wirklich scheuklappenrohrartig da dann Sicht, das von der Seite kommt, aussperren kann. Aber auch das ist nicht so ganz ideal. Man kann sich übrigens tatsächlich die Frage stellen, und das ist gar nicht so unspannend, kann ich solche künstlichen Sonnenfinsternisse zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation produzieren? Ne? Also, weil da habe ich dann ja die Erdatmosphäre nicht. Müsste man mal die Astronautinnen und Astronauten fragen, ob man sowas machen kann. So, dann haben wir, ergeben sich die Perlen am Sonnenrand durch Unebenheiten auf dem Mond? Ja, ich habe es versucht, so ein bisschen anzudeuten, nicht wahr? Wenn wir uns hier diesen Mondrand anschauen, dann sieht der hier nicht ganz glatt aus. Also hier zum Beispiel ist es auch irgendwie so, als wäre diese Chromosphäre hier jetzt so ein bisschen geriffelt. Das kann daran liegen, dass ja diese Eruptionen und flammenartigen Strukturen, die man hier sieht, geriffelt sind. Aber für die Mondoberfläche gilt das natürlich auch. Auf dem Mond gibt es Krater, auf dem Mond gibt es Gebirge. Die haben natürlich nur eine gewisse Höhe, aber nichtsdestotrotz, der Mond ist keine super glatte Kugel, sondern der hat wirklich Oberflächenstruktur. Und das reicht halt eben tatsächlich aus, dass ich dieses Perlschnurphänomen oder halt eben auch den Diamantring erzeugen kann. Ist übrigens ganz witzig, also es gibt noch ein weiteres astronomisches Phänomen, was sich dieses Prinzip zunutze macht, und das sind sogenannte streifende Sternbedeckungen. Das ist, wenn man einen Stern hat, der irgendwo hier jetzt im Bild wäre, in dem Falle jetzt ohne die Sonne halt also. Also wir haben den Stern am Nachthimmel und da läuft der Mond auf seiner Umlaufbahn so, dass dieser Stern hier wirklich ganz exakt am Mondrand entlang kratzt, während der Mond davor läuft. Und da sehe ich dann diesen Effekt tatsächlich auch. Wenn hier also so Gebirgszacken hier am Mondrand sind, dann verschwindet der Stern mal hinter so einem Gebirgszacken und mal kommt er im Tal dann wieder zum Vorschein. Und dann sieht man ja den Stern dann tatsächlich so aufblinken und wieder verschwinden, aufblinken und wieder verschwinden, während er hier also so am Mondrand entlang zieht. Und so kann man ja da diese Mondberge auch tatsächlich vermessen. Das hat man früher auch mit genau dieser Technik auch gemacht, war auch häufig ein Projekt, dem sich die Amateurastronomie verschrieben hat, mit dieser Methode halt die Mondgebirge zu vermessen. Mittlerweile haben wir da tatsächlich halt auch Satellitendaten halt zum Beispiel dem Lunar Reconnaissance Orbiter, der mit Bodenradar einfach halt eben auch die Höhe der Mondberge messen kann, sodass wir solche Methoden nicht mehr brauchen. Wie kommt es eigentlich, dass der Mond am Horizont größer ist, als wenn er hoch am Himmel steht? Er ist ja tatsächlich nicht größer am Horizont, als wenn er hoch am Himmel steht, aber er sieht so aus. Das Prinzip dahinter ist die sogenannte Mondtäuschung. Wenn man das mal bei Google eingibt, dann landet man teilweise auf richtigen Abhandlungen, die da dahinter stecken. Da steckt viel Psychologie dahinter. Also und auch Physiologie des menschlichen Sehens kommt da noch mit dazu. Das Hauptproblem ist letztendlich, dass wenn wir an den Himmel gucken und keinerlei
Referenz- und Bezugspunkt haben, irgendwo da so direkt über uns, dass uns, ja, dass dem menschlichen Gehirn die Größen- und Entfernungsinformationen so ein bisschen verloren gehen. Wenn wir dagegen den Mond ja über dem Horizont sehen, da sind dann Bäume, Häuser, Sträucher, dann passt sich das Gehirn irgendwie so dem an, dann weiß das irgendwie ja die Sachen, die ich da sehe, da der Kirchturm, den sehe ich so und so groß am Himmel. Und dadurch, dass ich ihn mit dem Auge so und so groß ist, müsste er ungefähr so und so weit weg sein. Und passend dazu ist dann halt irgendwie der Mond und der erscheint uns dann gewaltig groß. Weil wir irgendwie auch wissen, dass er halt nochmal deutlich weiter weg ist. Das weiß das Gehirn. Aber wenn halt dann der Kirchturm, der Baum, der Berg am Horizont fehlt als Bezugspunkt, dann kann das Auge das nicht mehr einordnen und fällt sozusagen in so eine Art, unser Gehirn fällt in so eine Art Loch. Und dann fehlt dieser Bezugspunkt. Der Effekt ist dann so ein bisschen so ähnlich, als würde man ja unter einer Kuppel stehen, die irgendwie ja nicht richtig eine Halbkugel ist, sondern die verzerrt ist. Und ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Sache. Da haben sich also die Psychologen tatsächlich auch sehr, sehr viel mit beschäftigt, warum man das so wahrnimmt. Wenn man fotografiert, einfach mal wirklich ein Foto vom Mond macht, dann stellt man fest, ja, nee, den Effekt gibt es so tatsächlich nicht. Beziehungsweise, was es da tatsächlich gibt, sind atmosphärische Effekte, die den Mond so ein bisschen in der Höhe stauchen, aber nicht mehr in der Breite. So, ich sehe, es gibt keine weiteren Fragen. Dann kann ich nur noch mal sagen, wie gesagt, also Clear Skies am 25. zur Mittagszeit. Also wie gesagt, schaut mal, dass ihr euch da in eurer Mittagspause ein paar Minuten dafür freinimmt. Vergesst die Sonnenfinsternisbrille nicht, ordert noch eine. Schaut vielleicht auch mal bei euch um die Ecke bei der nächstbesten Sternwarte, beim nächstbesten Astroverein oder einem Planetarium vorbei, ob die euch das Ganze nicht auch im Teleskop zeigen können. Natürlich immer ja, Daumen gedrückt, auch von meiner Seite, für gutes Wetter für euch alle. Also ihr habt da die Gelegenheit, das zu sehen. Bis zur nächsten partiellen Sonnenfinsternis, die so ähnlich aussehen wird übrigens wie die hier, also auch wieder nur so angeknabbert, dauert es bis 2025. Also von daher, da müssen wir uns so ein bisschen Geduld haben, zumindest hier bei uns. Es wird eine totale Sonnenfinsternis geben, 2024. Die ist allerdings in den USA nur sichtbar, so richtig gut. Also da muss man halt nach Amerika. Und sonst ja die nächste gute Finsternis für Europa, wo man halt also vom europäischen Kontinent aus eine totale Sonnenfinsternis sehen kann. Das wäre dann 2026 in Spanien. Wer weiß, also vielleicht sieht man sich da. Und ansonsten sehen wir euch hoffentlich nächsten Dienstag bei Matthias Steinmetz und dem Blick auf die Milchstraße. Tschüss!